alle haben sicher schon einmal den springenden Punkt besonders hervorgehoben. Wann immer etwas wirklich wichtig, also der Kern der Sache ist, sprechen wir von diesem springenden Punkt. Aber woher stammt diese Redewendung eigentlich? Zurück geht dieser Ausspruch auf Aristoteles, der sich in seinem Werk Historia Animalum empirisch mit der Tierwelt auseinandergesetzt hat. Unter anderem hat er Vogeleier untersucht, um den Ursprung des Lebens zu definieren. Am vierten Tag der Bebrütung hat er einen Blutfleck im Eiweiß entdeckt. Er vermutete darin den Ursprung des späteren Herzens, da dieser hin und her springe wie ein Lebewesen. Oder, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, Stick mir Heimatini. Oh no! In der lateinischen Übersetzung wurde dann daraus schließlich Punctum salit, also der springende Punkt. Doch auch das Herz des menschlichen Embryos kann ein Arzt bei einem Ultraschall springen und sich bewegen sehen.